Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zum nächsten Stadion-Vlog. Frankfurt Stadion. Oh, sehr geil, auf jeden Fall mit den Lichtern. Ja, wir gastieren heute in Frankfurt und wollen ein Pünktchen mitnehmen. Im besten Fall 3. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Würde ich sagen, lass schon mal einen Daumen hoch da und ein Abo. Dann gehen wir schon mal Richtung Gäste-Vlog. Let's go. Mega nice, freue mich. Freitagabendspiele sind immer geil. Auf jeden Fall Flutlichtspiel. Macht immer Spaß. Ich war letztes Jahr hier schon. Haben wir, glaube ich, 1-0 in der ersten Halbzeit geführt und haben wir am Ende 2-1 verloren. Auf jeden Fall sehr, sehr bitter. Heute wollen wir es definitiv besser machen. Und die letzten beiden Spiele waren auch gut für uns. Deswegen hoffen wir mal. Drück die Daumen, dass wir uns das schaffen. Das wäre auf jeden Fall extrem wichtig. Boah, hier ist gut was los. Ich bin von da gekommen und muss quasi einmal rumlaufen bis Block 20. Da sind die Gäste. Geil, Mann. Ich freue mich. Ich glaube, ich hole mir erstmal was zum Trinken und vielleicht was zum Snacken oder so. Und dann sind wir knapp noch eine Stunde bis zum Anpfiff. Also genug Zeit. So, das ist der Jan, der Till und der Lennart. Jungs, was ist euer Tipp? Ich sag 2-1, wenn es gut läuft. Let's go. 2-0 VfL. Let's go, Jungs, ich hoffe. Ja, ich tippe mal so ein vorsichtiges 1-1. Ja, es wird. Viel Spaß. Ja, hier ist der Stefan am Start. Das ist dein Tipp, Jung. Ja, ich tippe auf jeden Fall 2-0. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall einen Sieg. Ja, hoffentlich. Let's go, der Mazzi, der ist am Start. Ich bin durch. Ich konnte gerade noch meine Tasche da vorne abgeben. Muss ich später nochmal abholen. Auf jeden Fall sehr geil. Oh, ich feiere das Stadion so. Es soll ja dieses Jahr sogar noch ein NFL-Spiel hier stattfinden. Da werde ich auf jeden Fall versuchen, auch ein Ticket zu bekommen. Ich war ja auch schon in München am Start. Wird auf jeden Fall sehr geil. Eine Sticker-Tour darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, was ist denn das? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was das hier für ein Aufkleber ist, von welcher Mannschaft. Sieht aber nach Stuttgart aus. VfB. Ich denke, dass das hier auch Stuttgart ist. Sagt mir ein Gefühl. Sehr cool. Unsere Jungs waren auch schon am Start. Sehr nice. Ja, wie gesagt, Stuttgart hier wahrscheinlich die letzten Spiele hier gewesen. Das ist ja geil, Alter. BW Bockhold. Sehr cool. So ein loses Sticker. Sehr geil. Oh, gegen RB haben wir letzte Woche gewonnen. Das war sehr, sehr wichtig. Ja, unsere Jungs sind auch schon am Start und die Frankfurter auch. Fühlt sich langsam. Ja, es sind noch knapp, glaube ich, 35 Minuten bis zum Anpfiff. Ich glaube, ich stelle mich einfach irgendwo wieder hier hin. Ich stand ja das letzte Mal, glaube ich, irgendwo da. Und ja, oh, hier hat sich das nicht verbessert. Das ist sogar schlimmer geworden als wie beim letzten Mal. Hier sind ja ganz viele Löcher hier. Krasser Scheiß, ey. Boah, Frankfurt geht jetzt schon ab. Noch 15 Minuten bis zum Anpfiff. Plätze besetzt, deswegen wird das auf jeden Fall heute sehr, sehr geil. Und ich denke, stimmungsmäßig ist Frankfurt ja mit eines der krassesten deutschlandweit, wenn nicht sogar europaweit. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Stimmung hier, ja? Aber wir geben auf jeden Fall auch Gas von uns aus. Oh, Jungs, auf geht's! Und Jungs! Oh, schade! Okay, ich sehe gerade, kommen die Ultras und die ganzen anderen Fans, die nicht reingelassen wurden. Mir hat gerade einer gesagt, dass sie einfach nicht reingelassen worden sind. Einfach so. Naja. Alter, 1-0 für uns! Oh,
Scheiße, die schmeißen da mit Bier runter. Alter, er hat das Kind getroffen. Oh, so wichtig, Alter. 1-0, let's go. Digga, wer kommt auf die Idee, Heimfans über die Gästefans zu tun oder andersherum? Ist doch dumm. Also die Frankfurter drücken, Minute 17. Ich glaube, die dritte oder vierte Ecke hintereinander jetzt. Scheiße. Elfmeter für die. Ich weiß nicht, ob der noch rot gibt, ey. Mann, das ist ärgerlich. Komplett nass geworden, ne? Guck dir das mal an. Alles komplett nass. Ah! Hassano rutscht weg. Alleine vor dem Tor, ey. Wenn das nicht faul war, das war ähnlich wie bei denen. Vielleicht wird es ja gleich nachgeguckt. Erste Halbzeit 1-1. War nicht schlecht, war okay. Ja, Frankfurt auf jeden Fall besser gewesen, aber so ist Fußball und wir kämpfen uns hoffentlich den einen von nach Hause. Let's go, Jungs, let's go. Strafkanu. Ja, ja, geh! Komm, Bruder, bitte! Jo! Alter! Ah, der rutscht weg! Dieser Run von Asano war krass. Wenn er da nicht wegrutscht, gute Möglichkeit. Komm, Bruder, komm, du machst ihn! Kevin Stöger, ich hab's im Gefühl, er macht ihn jetzt, komm! Kommt, Jungs, komm, es ist Minute 79. 11 Minuten noch regulär. Dann denke ich mal noch 4 Minuten Nachspielzeit. Ja, 3 bis 4 Minuten. Und dann kann das was werden. Digga, das ist unglaublich. Hier wurden gerade so viel Bier untergeworfen. Einfach so. Sie ist komplett nass, auch die ganzen Kinder. Also das ist unglaublich. Die müssen weg, die Menschen da. Digga, hier werden Sachen runtergeworfen. Was soll das, Mann? Nein, bitte nicht, bitte. Das kann kein Elfmeter sein. Das kann kein Elfmeter sein. Was soll er machen? Er liegt da, Alter. Wenn der Ball gegen seine Hand ging, kann man nichts machen, Alter. Wenn er da, er hat noch nicht mal Richtung Ball geguckt. Kommt, Jungs, kommt. Noch 5 Minuten regulär. Kommt, wir packen das. Digga, dieser eine Punkt wäre sau wichtig, Alter. Das wäre Gold wert. Besonders hier in Frankfurt. Digga, Osterhage gefällt mir so gut, Alter. Der spielt sau stark. Weiter, weiter. Digga, ich bin so am Mitfiebern, ne? Geh ab! Komm, Bruder, bitte! Was machst du? Geh doch! Ach, Digga, da wäre was drin. Ja, Mann! Let's go! Oh, so wichtig! Her mit dem Bier, her mit dem Bier! Runter, gib mir Bier! Jetzt könnt ihr Bier schmeißen, Alter! Geil! Oh, hier gibt's Bierkampf! Digga! Oh, so wichtig, ey! Digga, hier gibt's jetzt einen Bierkampf, Alter! Oh, GGs. Also, Frankfurt hat besser gespielt, aber wir haben uns den einen Punkt erkämpft. Deswegen schmeckt. Also, sowas Asoziales habe ich lange nicht mehr erlebt. Ich glaube, das letzte Mal war es. Das letzte Mal war es in Leipzig. Und überlegt mal, es ist Leipzig gewesen. Wow, war das richtig, ey. Sehr geil, hat sehr Spaß gemacht. So, Feierabend, Punkt ist drin, sehr wichtig.
Also, ja, am Ende kann man sagen, war ein gutes Erlebnis. Auch wenn, also die Fans über uns, das war ja so asozial, habe ich lange nicht mehr so erlebt. Nichtsdestotrotz, ein Punkt mitgenommen, extrem wichtig und bin glücklich heute. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und ein Abo. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein und ciao.